Wir sind wieder da. Wir müssen. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit eurem Dungeon. Schön, ich schnell. Eure Schatzkammer wird angegriffen. Wenn ich den hier oben wegkriege, euer Friedhof wird angegriffen. Nein! Obwohl, da steht gerade hier eh günstig. Ob es reicht? Mal ganz. Wir müssen nämlich hier oben die wegbekommen. Dass wir hier reinkommen. Hau doch drauf! Ach, da will ne. Die lieben Leute von uns, rettet die mal. Sollt die Leute retten. So, und deshalb kann keiner mehr kommen. Das war mir auch keiner erzählen. So. Der ist weg. Muss man schnell die Seite erobern. Oh, hier hinten sind ja auch noch welche. Hätte mal Teufel, macht mal die Tür auf, dass die reinkommen. Steht wieder jemand? Dass die immer wegrennen müssen. Die bleiben. Krieg ich dich so mit den Blitzen weg? Gold. Euer Zauberspruch böser Blick wurde verbessert. Die müssen dringend weg, ich muss Kanonen aufbauen. Hätten wir Werkstatt fertig machen. Oh, keine Ahnung, wie viel macht die hessische den hessischen Friedhof. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Wir müssen jetzt hier. Oh, verdammt, jetzt sind die schon wieder hier. Ihr ruht euch alle mal aus. Gut, ja, toll. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Dass die Zwerge nie gerade ausbauen können, sondern aus den hessischen Ecken. Wie sieht denn hier aus?
Gut, da kann man den umlegen. Euer Friedhof ist vollgestopft mit Leichen. Vergrößert ihn. Euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verbessert. Komm schon. Euer Friedhof wird angegriffen. Euer Zauberspruch Beben wurde verbessert. Hammer. Jetzt ist der hier weg. Eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ich will Kinder. Obwohl, warte mal. Euer Friedhof wird angegriffen. Das hat keinen Sinn, einen Friedhof zu bauen. Die Tür noch weg. Na komm. Hätten wir das Portal freigelegt. Wie sieht hier aus? Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ah! Gut, da liegt eh klein. Wenn ihr mir mitnimmt. Wie viel kommen wir jetzt von oben? Ach, normal. Einen gegnerischen Wachraum erobert. Geht euch mal aus. Der muss weg. Euer Friedhof wird angegriffen. Das nehme ich, sag ich mal ein. Weg. Wie sieht es denn oben aus? Ah, oh, Troll liegt schon wieder. Zack, von oben mal. Könnt ihr mal ein bisschen hier unterstützen? Macht halt die Tür auf. Gut, ich muss mal Hühnerform wieder machen. Es ist Zahltag. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Das. Das. Wie haben wir denn neun noch? Ich brauche mal ein paar. Wie sieht's hier oben aus? Wie gesagt, das da oben muss weg, das Tor, sonst stürzt. Wieso? Euer Zauberspruch Gehirnwäsche wurde verbessert. Ich denke mal, wir nehmen die Ritter mit, hä? Also nur die Ritter. Wohl. Ja, ich denke mal. Okay. Euer Zauberspruch Gold erschaffen wurde verbessert. Okay, das hätten wir auch Vampir. Jetzt könnten wir mal ein klein wenig Gold gebrauchen. Euer Zauberspruch Inferno wurde verbessert. Schön. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Das hätten wir. Hier kommt die Tür rein. Hier kommt auch eine normale. Mal. Gut, kein Gold mehr. Das kriegt er hin, die Leute, das kriegt er hin. Drei Skelette, die wir dann zum Beten schicken können. Ah ne, das ist der Tempel. Was war das? Casino, ne?
Mach das erstmal fertig. Halt, nein. Oh, verdammt. Tut mir leid. Mach das jetzt endlich weg. Mach das weg. Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Mach das weg. Ihr habt eine gegnerische Schatzkammer erobert. Ja, die kommt weg. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Die Jungfrau, Gott sei Dank. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Gut gemacht. Ihr habt das Aufmarschgebiet und die Zugangsroute der Helden vernichtet. Uff, Zwill ist weg. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Jetzt, machen wir so Sicherheit. Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Hier ein Wachraum hin, mit Kanonen. Also 3-3 auf der Seite, dass sie hier dann beschossen werden. Und hier ein kleiner Wachraum. Das hätten wir auch. Hier liegt noch Gold. Ich stelle euch meine Dienste zur Verfügung. Ja, das ist zu spät. Das braucht sie nicht. Ich hab's ohne dich geschafft. So, hier noch eine Tür. Nein. Wir haben zwei Stahltüren. Normale. Das ist halt. Kann ich nicht mal bauen. Okay. Drei Kanonen. Auf jeder Seite. Und der Wacher. Und wir brauchen Gold. Ein paar Imps mehr. Du siehst gut aus. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Wir haben doch genug da, oder? Ich denke, ich mache hier keine Tür rein, denke ich mal. Weil die wird innen zerstört. Hier könnten jedenfalls noch mal durchkommen. Ich brauche mal jemanden, der eben schon Kunden kann. So. Gut, war eine Kackidee. Tempel. Sechs, so. Komm mal in das Skelett erstmal rein. Dich nehme ich mit. Wie sieht's bei dir aus? Du hängst noch. Schon ist immer gemein. Euer Tempel ist zu klein. Ja, das war mit Absicht, dass er erstmal zu klein ist. Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Euer Wachraum wird angegriffen. Zauberer? Ja, liegt der Ritter? Bats! Ist noch nicht so weit. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Das? Könnten aber erstmal ein paar foltern, dass wir ein bisschen was von der... Euer Kerker ist zu klein. Von der Umgebung sehen. Ihr erbeutet ein Portal.
dass wir auch mal ein bisschen... Eine verlorene Seele ist in euren Dungeon. Dass wir ein paar Vampire bekommen. Oh nein, sie ist gerade wieder rausgerannt. Also die zwei übernehme ich mit. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Hier haben wir was zum Beispiel. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Dann brauchst du noch ein Skelett. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. So, die hätte ich. Wie sieht's denn drüben aus? Hä? Wie? Oh, da war ein Portal. Okay. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Genau, hier ist noch eins, das machen wir weg. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Hab ich richtig gehalten, ne? So. Die Tür machen wir mal zu, dann haben wir die Magier raus. Die Skelette bleiben zum Beten. Okay. Die können mit. Für einen Vampir. Kann man den Friedhof ein Stück größer machen. Ich hoffe, es reicht. Yep. Gerade so. Das Gold kann weg. Das nehmen wir auch weg. So. Hätten wir. Ein Gold ins Meer. Die zwei verhungern. Hat er zu meinem in den Tempel geschickt. Okay, jetzt geht es wieder los. Den Raum brauchen wir auch. Eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Mach also die Tür kaputt, Jungs. Sehr schön. Das Portal muss weg. Ich nehme schon mit. Es ist Zahltag. Wofür Cat? Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Also wenn ich... Ah gut, ich kann noch keine opfern. So, 4 Skelette. Warte mal, ich muss mal kurz den Tempel größer machen. Oh Gott. Egal. So. Stück für Stück machen wir das jetzt. Wir kriegen von oben Besuch. Machen wir es mal ganz einfach. So. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Wie viele Skelette kann man haben? 5. Wir können ja noch ein paar eiserne Jungfrauen opfern. Seine Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Das Gold weg. Ach, hier steht ja ohne einer. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Gut, jetzt ist der nach unten. So, jetzt die Seiten. Gegnerischen Wachen erobert. Okay, wartet mal. Nehmt ihr mal mit. Die zwei. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ach.
Eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Könntet ihr mal mitnehmen? Mach du mal die Tür aus. Die kann man auch mitnehmen. Okay, 5 Skelette. Tempel? Reicht das noch? Ja. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz 4 Magier weg haben. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Es gibt Level 5. Die Götter gönnen euch einen Goblin. So, die Götter haben euer Opfer angenommen. Hammer. Die Götter gönnen euch einen Goblin. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf. Machen wir das gleiche wieder mit dem hier. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer. Das machen wir weg. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ja. Ich könnte mal noch kurz Informationen gebrauchen. Gut, Ritter haben wir eigentlich genug. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Kann man den noch mitnehmen? Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Ich mach das nur wegen den Informationen, wegen der Umgebung hier. Okay, das muss komplett weg. Hier ist noch ein Portal. Ich opfer mal 2 Jungfrauen. Für ein Skelett. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Informationen sind praktisch. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Hier muss noch eine Stalltür rein. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. So. Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Wie viele Vampire kann man haben? 8 Stück reichen. Ein Ritter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Wie viel war's denn da? 16. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. 5. Ich mach das noch ein Stück größer, dass wir ein paar Skelette mehr bekommen. Hier hätten wir noch was. Das Problem ist Goldmangel gerade. Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Deswegen muss ich mich hier rüber arbeiten. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Das Opfer eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Das nehme ich an. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Weg. Ihr habt eine gegnerische Schatzkammer erobert. So, das kommt hier hin. Okay, wie sieht's denn aus? Gut gemacht. Ihr habt das Aufmarschgebiet und die Zugangsroute der Helden vernichtet. Das hätten wir auch fertig. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Jetzt brauche ich mal kurz den Zauber. Ein bisschen Gold zu schaffen. Weil ich den Kerker vergrößern will. Okay. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ja, es leckt gerade wie Sau. Ich weiß auch nicht warum. Euer Wachraum ist zu klein. Macht mal was. So. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. 13. Täte reichen für den Tempel. Ich hau mal ins Casino mit hin. Wenn ich weiß, wo es ist, hier. So. Ein bisschen abzocken, die Leute. Wie sieht's bei euch aus? So.
Das ist eh nichts mehr. Okay. Eure Geschöpfe sind beeindruckt von eurer Arbeit. Macht ihr mal. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Das haben wir hier rüber. Ja, nun, wie sieht's aus, ja? Gut, Leute, ich sage erstmal wieder hier Tschö mit Ö.